Frauen, Männer und Kinder, die man wegen ihrer Angehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe in Lager sperrt, die man dort gegen ihren Willen festhält, umerzieht und foltert. Klar, so etwas gab es in den Konzentrationslagern der Nazis, in den Gulags der Sowjets. Das ist lange her, das weiß man. Aber heute gibt's sowas doch gar nicht mehr. Wirklich? Sie brachten mich in einen Raum, der mit schweren Metalltüren verschlossen war. Die machten viel Lärm, wenn sie geöffnet wurden. Der Raum war ungefähr 20 Quadratmeter groß und fensterlos. Drinnen waren rund 40 Frauen, die Hälfte von ihnen stand, die anderen lagen dicht nebeneinander auf dem Boden. Alle trugen wir schwere Ketten an den Füßen. Dieser Bericht einer Augenzeugin bei den Kollegen von Arte ist nicht 60 oder 70 Jahre alt, er ist aktuell. Und er stammt aus China. China, das bevölkerungsreichste Land der Welt, sperrt einen Teil seiner Einwohner in Lager. In Konzentrationslager. Es geht um die Uiguren im Westen Chinas. Einige sprechen sogar von einem Genozid, von einem Völkermord. Was ist da genau los mit den Uiguren? Und warum macht China das? Genau darum geht's jetzt. Wenn wir hier in Deutschland oder generell im Westen von China und von den Chinesen sprechen, dann meinen wir damit meistens alle chinesischen Staatsbürger. Und die stellen wir uns so vor wie auf diesem Foto hier. Das ist allerdings streng genommen falsch. Denn auf diesem Foto sieht man eine Gruppe von Han-Chinesen. Han-Chinesen machen rund 90% der Bevölkerung in der Volksrepublik China aus. Es ist natürlich die Mehrheit, aber es gibt noch 10%, die eben nicht dazugehören. China ist ein sogenannter Vielvölkerstaat. Man spricht auch von den Völkern Chinas. Insgesamt sind es 90 verschiedene ethnische Gruppen, die es in China gibt. 56 davon sind offiziell anerkannt. Das heißt, neben den Han-Chinesen gibt es noch 55 andere ethnische Gruppen im Land. Das sind zum Teil nationale Minderheiten aus anderen Staaten, Vietnam, Korea zum Beispiel. Aber es sind auch eigene Kulturen, wie zum Beispiel die Hani oder die Li. Und dann gibt es noch ganz, ganz kleine Gruppen, die aus wenigen tausend Menschen bestehen. Die Loba zum Beispiel in Tibet, das sind gerade einmal 4000 Menschen, aber sie sind eine ethnische Minderheit, die anerkannt ist vom chinesischen Staat. In den Regionen, in denen die verschiedenen Volksgruppen leben, geht es oft anders zu als im Rest Chinas. Das sind teilweise sogenannte autonome Regionen. Das heißt, die Menschen dort dürfen ihre eigene Kultur leben, ihre eigene Sprache sprechen, gehören aber formell zur Volksrepublik China und werden von uns dann als Chinesen bezeichnet. Zum Teil sind die Vorfahren dieser Menschen, die dort leben, schon seit Hunderten oder Tausenden Jahren in den Gebieten unterwegs. Zum Teil sind sie zugewandert, zum Teil gibt es da Mischformen. Es ist ziemlich komplex, ziemlich kompliziert. Ich habe euch da mal unten was in der Infobox verlinkt. Aber wichtig ist, dass ihr wisst, unter den 1,4 Milliarden Chinesen, die es in der Volksrepublik ungefähr gibt, sind viele, die eben keine Han-Chinesen sind, sondern zu ethnischen Minderheiten gehören. So wie auch eine der größten Volksgruppen im Land, die nicht die Han-Chinesen sind, die Uiguren. Die Uiguren. Diese Bezeichnung als Sammelbezeichnung gibt es noch gar nicht so lange, sondern erst seit ungefähr 100 Jahren. Ist ein bisschen so wie mit die Deutschen. Früher gab es viele deutsche Einzelstaaten, heute gibt es ein Deutschland. Bei den Uiguren war es auch so, dass es viele Stämme gab, die irgendwie alle zu den Uiguren zählten. Jetzt hat man eben diese Bezeichnung für alle Menschen, die gleichen Vorfahren haben, nämlich mongolische und türkische Vorfahren. Vereinfacht gesagt. Sie sprechen auch eine sogenannte Turksprache, also eine Sprache, die eng an das Türkische angelehnt ist. Klingt auch so ähnlich. Die Schrift ist arabisch-persisch. Und da gehen wir jetzt schon in eine Richtung, die für das, was gleich kommen wird, entscheidend ist. Denn die Uiguren sind größtenteils Muslime. Auch wegen der geografischen Nähe zu muslimisch geprägten Ländern wie Afghanistan oder Pakistan. Gleich schauen wir uns das mit der Religion genauer an. Jetzt gucken wir aber erstmal auf diese Karte. Hier seht ihr die Region Xinjiang im Westen Chinas. Dort leben heute die meisten Uiguren. Ungefähr 10 Millionen sind es. Es gibt auch Uiguren in Peking und auch außerhalb Chinas leben einige, die meisten in Kasachstan, ungefähr eine Viertelmillion. Aber auch in Deutschland gibt es Uiguren, ungefähr 2000. Der Großteil davon lebt in München, ungefähr 800. Die Uiguren leben in Xinjiang autonom, sie können ihre eigene Sprache sprechen, können ihre Kultur leben, wie vorhin schon gesagt, aber sie gehören eben zu China. Und das ist für viele der entscheidende Punkt. Denn ein Großteil der Uiguren möchte gerne eigenständig sein, möchte einen unabhängigen Staat haben, möchte nicht mehr zu China dazugehören. Und das gefällt der chinesischen Regierung überhaupt nicht. Denn solche Unabhängigkeitsbestrebungen sorgen dafür, dass es im Land, in der Volksrepublik, brodelt. Wenn viele Regionen plötzlich unabhängig werden, dann bricht das Riesenreich unter Umständen irgendwann zusammen. Und deshalb unternimmt China, die chinesische Regierung, alles, um solche Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterbinden. Zum Beispiel auch in Tibet.
Das wiederum ist bei vielen Uiguren sauer aufgestoßen und einige von ihnen haben sich auch radikalisiert. 2013 zum Beispiel haben uigurische Extremisten in Peking einen Anschlag verübt. Einige Jahre zuvor schon gab es gewalttätige Aufstände in Xinjiang. Ungefähr 200 Han-Chinesen sind dabei ums Leben gekommen. Außerdem haben uigurische Extremisten, uigurische Terroristen für den selbsternannten Islamischen Staat gekämpft und Botschaften nach China geschickt, in denen es hieß, wir werden Anschläge auf chinesische Städte verüben. Das hat die chinesische Regierung in Alarmbereitschaft versetzt und man hat gesagt, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wir müssen zum einen diese Unabhängigkeitsbestrebungen unterbinden und zum anderen müssen wir etwas gegen Terrorismus machen. Allerdings, anstatt differenziert vorzugehen und nur dort einzugreifen, wo es nötig ist, hat die chinesische Regierung sozusagen zum Generalangriff angesetzt. Jeder, der Uigure ist, wurde erstmal potenziell verdächtigt, ein Terrorist, ein Aufständischer, ein Umstürzler zu sein. Und diese Null-Toleranz-Politik, die ist jetzt genauer bekannt geworden. Durch interne Dokumente, die ein Whistleblower ans Licht gebracht hat. Vielleicht waren es auch mehrere Whistleblower. China Cables werden diese Berichte genannt. Und durch diese Berichte wurde zum Beispiel eine Sache bestätigt, die bisher vor allem als Gerücht um die Welt ging. Die Lager. Die chinesische Regierung hat Lager bauen lassen in der Region Xinjiang. Lager, die man dann später auch auf Satellitenbildern entdeckt hat. Tja, und dann sind plötzlich Menschen verschwunden. Hunderttausende Menschen überall in der ganzen Region. Er hier zum Beispiel. Ablayan Awud ist das. Ein bekannter uigurischer Sänger, der überall in China Fans hat und 2018 plötzlich nicht mehr da war. Und so wie bei ihm, war es bei vielen Menschen in Xinjiang. Die Nachbarn, Schwester, Bruder, Eltern, Großeltern, alle waren auf einmal nicht mehr da. In der Hauptstadt Ürümqi gibt es zum Beispiel ganze Straßenzüge, die heute komplett verwaist sind. Da hängen dann Polizeisiegel an den Türen, auf denen steht, ja, hier darf man nicht eintreten und die Menschen, die dort gelebt haben, sind nicht mehr da. Wo sind sie jetzt? Naja, wie man dank den China Cables weiß, sind sie in Lagern interniert. Konzentriert, könnte man sagen. Konzentrationslager. Sie sind dort eingesperrt. Aber warum? Waren und sind das alles potenzielle Terroristen? Aufständische? Wenn es nach Chinas Sicherheitsorganen geht, dann offenbar schon. Da reicht ein Anruf ins Ausland, ein falsches Foto auf dem Handy oder ein längerer Bart, ein Kopftuch und man ist höchst verdächtig und wird unter Umständen verhaftet und eingesperrt. Dazu muss man wissen, dass die Uiguren wie kaum eine andere Volksgruppe in China systematisch vom Staat überwacht werden. Es gibt abertausende Kameras im Land, Gesichtsscanner und vieles mehr. Bis in den kleinsten Bereich wird man ausspioniert. Tja, und wenn man dann ins Raster fällt, dann wird man verhaftet, auch Kinder und Frauen. Rund 1 Million Menschen sollen im Laufe der Jahre in die Lager gesperrt worden sein, weil sie Terroristen sein sollen oder Aufständische sein sollen. In diesen Lagern ist das Leben extrem hart. Wenig zu essen, wenig zu trinken, Schikane und vor allen Dingen Propaganda ohne Ende. Denn diese Lager sollen vor allem zu einem dienen. Die Menschen sollen umerzogen werden. Weg vom Islam hin zum guten chinesischen Staatsbürger. Das ist der Plan. Und das führt zu unbeschreiblichen Zuständen. Hier der Bericht einer Augenzeugin. Sie spritzten uns einmal pro Woche, hier oder da. Wir mussten unseren Arm durch eine kleine Öffnung in der Tür stecken. Nach und nach merkten wir, dass wir wegen dieser Spritzen keine Periode mehr bekamen. Bei mir hörten die Blutungen nach einem Monat Haft auf. Wir dachten an nichts mehr. Nicht mal an unsere Familien. Ich wusste nicht mehr, wo ich geboren war. Mir war, als hätte ich immer im Lager gelebt. Wir spürten weder Kälte noch Hunger. Wir fühlten uns wie leblose Stücke Fleisch, die man dort abgeladen hatte. Ja, zu diesen Spritzen gibt es inzwischen einige Berichte und es gibt auch Berichte und sogar Videos von Folter und von Misshandlungen. Da werden Menschen ausgepeitscht, weil sie nicht auf ihre Bewacher hören und sie werden brutal geschlagen. Auch Todesfälle soll es in diesen Konzentrationslagern schon gegeben haben. Und was sagt die chinesische Regierung dazu? Naja, zuerst mal hat man das meiste davon abgetan, hat gesagt, das sind alles Lügen, Propaganda, Fake News, der Westen will uns schlecht machen, weil wir wirtschaftlich so stark sind. Dann allerdings kamen die China Cables und die Echtheit der Dokumente, die war sicher, man konnte das nicht mehr abstreiten. Deshalb hat die chinesische Regierung einen kleinen Positionswechsel bezogen und hat gesagt, okay, die Lager gibt es doch, aber das sind keine Lager, das sind Bildungseinrichtungen. Die Menschen gehen dort freiwillig hin, sie leben in Freiheit, um einen guten Beruf zu erlernen.
Da gab es dann sogar Filme im chinesischen Staatsfernsehen, in denen man gesehen hat, wie Uiguren an Tischen sitzen, brav lernen und viel Spaß haben. Es gab O-Töne und so weiter und so fort. Das alles hat die chinesische Regierung behauptet. Überprüfen lässt sich das allerdings nicht, denn Journalisten werden nicht in diese Lager gelassen und wurden auch nicht in die Lager gelassen. Experten gehen davon aus, dass das alles Propaganda ist und eine große Propaganda-Offensive, um eben dem zu begegnen, was enthüllt wurde. Und auch deshalb lässt es sich so schwierig leugnen, was in den Lagern passiert ist oder vielleicht sogar immer noch passiert, weil es inzwischen Unmengen an Augenzeugenberichten gibt. Material im Netz, Fotos, Videos. Manches davon ist vielleicht fake, aber das meiste, sagen Experten, scheint echt zu sein. Allerdings muss man mit einer Sache ein bisschen aufpassen, nämlich mit dem Begriff Holocaust. Immer wieder liest man auf Memes zum Beispiel Holocaust an den Uiguren. Und es liegt natürlich auch nahe. Holocaust, das war das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Sie haben sie in Konzentrationslager eingesperrt und haben versucht, die Juden zu beseitigen. Das, was die Chinesen mit den Uiguren machen, geht in eine ähnliche Richtung. Auch hier gibt es Konzentrationslager. Hier werden die Menschen aber beseitigt im Sinne von ihre Kultur wird beseitigt. Sie sollen nicht mehr Muslime sein, sondern eben gute chinesische Staatsbürger. Diese Lager sind allerdings keine Massenvernichtungslager. Zumindest gibt es da bisher keine Anhaltspunkte. Die Nazis haben rund 6 Millionen Juden umgebracht, direkt oder indirekt. Holocaust bedeutet vollständig verbrannt. Das, was in China mit den Uiguren passiert, ist keine Massenvernichtung, aber man könnte es trotzdem als Völkermord bezeichnen, als Genozid, nämlich als kulturellen Völkermord. Die Kultur der Uiguren soll offenbar beseitigt werden und vor allem soll ihr muslimischer Glaube beseitigt werden. Dazu gehört auch, dass in Xinjiang viele Moscheen zerstört wurden, Kulturhäuser zerstört wurden. Ganz klar ist, man will den Islam nicht im Land haben. Zumindest scheint das so zu sein. Ja, das heißt also, in dem Vielvölkerstaat China gibt es unter anderem die Volksgruppe der Uiguren. Ungefähr 10 Millionen Menschen sind das. Viele Uiguren wären gerne unabhängig, hätten gerne einen eigenen Staat. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Gewalt, Aufstände, Extremisten und dieser Gewalt wurde von der chinesischen Regierung pauschal mit Gegengewalt begegnet. Unter anderem mit Lagern, Konzentrationslagern, in denen bis zu 1 Million Menschen eingesperrt waren oder immer noch eingesperrt sind. Was dort passiert, weiß man unter anderem durch Augenzeugenberichte und auch durch die sogenannten China Cables. Dazu habe ich euch unten nochmal etwas verlinkt. Offenbar, das ist der große Vorwurf, möchte die chinesische Regierung die uigurische Kultur auslöschen und möchte den Islam aus dem Land beseitigen. Das übrigens unter den Augen deutscher Konzerne. In Xinjiang gibt es ein großes Werk von Volkswagen. Bisher gibt es dieses Werk immer noch und bisher wird dort immer noch gearbeitet, wird immer noch zusammengearbeitet, letztendlich mit der chinesischen Regierung. Auch dazu habe ich euch unten was in der Infobox verlinkt. Was mich natürlich mal interessieren würde, ist, wie sollte die Welt darauf reagieren? Wie sollten andere Länder reagieren? Die USA haben zum Beispiel Sanktionen erlassen gegen China. Andere Länder halten sich eher zurück. Da spielt natürlich auch die Wirtschaft immer wieder eine ganz, ganz große Rolle. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt und wie man diese Situation beseitigen könnte. Bin gespannt, was ihr dazu meint. Bitte bleibt fair, ist natürlich ein heikles Thema, aber ich bin mir sicher, ihr kriegt das hin. Hier neben mir findet ihr ein anderes aktuelles Video von mir. Da geht es um das Thema Deepfakes. Auch sehr heikel, aber sehr spannend. Und direkt darunter ein Video von den Kollegen von Steuerung F. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.